Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums. Toll, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Ich sage immer, das ist der kühlste Ort in Frankfurt. Bei diesem Wetter sehr, sehr angenehm, hierher zu kommen. Und ich kann Ihnen versprechen, es wird sich lohnen. Wie Sie sehen es schon auf der Leinwand, wir ehren heute mal wieder einen Filmemacher, einen Schauspieler, der, ich würde sagen, viel zu wenig besprochen worden ist in den letzten Jahren. Wir danken da auch sehr unseren Beteiligten heute, die eben das möglich gemacht haben und unseren Gästen. Aber zuallererst möchte ich bitte Ellen Harrington auf die Bühne bitten, unsere Direktorin. Viel Spaß. Vielen Dank. Und guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und herzlich willkommen hier im Deutsches Filminstitut und Filmmuseum. Mein Name ist Ellen Harrington und seit Januar ich bin Direktorin hier. Und I'm going to speak in English a little bit, in part because I'm still working on my German. And also we have a guest who's German originally, but living in England. So first, Fritz Diesel Kurzon, the son of Gustav Diesel. And immediately you'll see the resemblance when he's introduced. He's a very handsome man, and his mother was the singer and actress Maria Cebotari, who was the co-star many times with Gustav Diesel. He's coming from England, as I mentioned, and he's a professional photographer. And he also, in one of his many professional accomplishments, was the court photographer for Princess Anne. So yes. Maybe a little bit? Yes, true? He'll explain a little bit. And then I also really want to thank Rosemary Kilius. She came to meet with me recently, and she is one of the really incredible people who are part of the Deutsches Filminstitut and Film Museum, who keep the heritage of German cinema alive. She's very passionate about these actors and actresses that she does programs every year here. And also she is an incredible volunteer for our text archive at the National Library. And she's responsible for having digitized our Filmwelt magazine collection. So she deserves a round of applause for that as well. So as you can see, as we celebrate new filmmakers, we also celebrate old filmmakers and old films here. It's part of our heritage and our responsibility. And today's event is an excellent example of that commitment. So please join me in welcoming the hostess for the evening, our wonderful Rosemary Kilius. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass Sie doch, ich wiederhole mich, zu dem, was Urs gesagt hat, dass Sie trotz der Hitze kommen konnten. Und ich möchte besonders begrüßen Monika, meine Freundin aus Wien, die auch bei dieser Hitze extra zu diesem Anlass hergefahren ist. Wir begrüßen vor allem die Leute, die sich für Gustav Diesel interessieren, und anlässlich seines 70. Todestages haben wir diese Hommage arrangiert und vorbereitet. Dieser Film, den wir heute zeigen, beziehungsweise das Deutsche Filminstitut, Nora, ist ein Film, der von der Filmwelt 1944 angekündigt wurde, als psychologisch interessanter UFA-Film nach Motiven des Schauspielers Henrik Ibsen. Es war nicht leicht, aus der Fülle der mehr als 70 Diesel-Filme und der Vielseitigkeit der Diesels Filmfiguren den für eine Hommage würdigsten Film zu bestimmen. Es sollte ein Film sein, in dem Gustav Diesel eine Figur gibt, die seinem Wesen ähnlich ist, wo er sein schauspielerisches Können im Dialog zeigen kann, ohne Effekte und rauschende Szenen, wo seine ausgefeilte Sprache
das Timbre seiner Stimme hörbar und seine Ausstrahlung wirksam sein würde, sozusagen wie auf einer Theaterbühne. Und so kamen wir nach einigem Hin und Her, Dissels Sohn und ich, zum Entschluss, dass es Nora für die heutige Hommage sein sollte. Zwar spielt Dissel in diesem Film nur die zweite Männerrolle, also sozusagen eine Nebenrolle. Die Hauptrollen geben Luise Ulrich und Viktor Stahl. Dennoch hat er bzw. seine Figur, nämlich der Dr. Rank, die Fäden des Stücks in der Hand. Er taucht 15 Mal im Film scheinbar immer dann auf, wo wichtige Informationen zu vermelden sind, wo sein Rat gefragt ist, wo er der Hauptfigur Nora beistehen kann. Er treibt das Geschehen sozusagen weiter. Der Zuschauer wartet förmlich auf ihn. Und die Filmwelt von 1944 schreibt zum Film Nora Folgendes. Auf eine Gestalt wird der Blick des Zuschauers besonders gelenkt, nicht zuletzt durch die Kunst seines Darstellers. Es ist der Dr. Rank, den Gustav Dissel spielt. Er überblickt als einziger die Problematik um Nora und Helmer. Wer war dieser Gustav Dissel? Er wird am 30. September 1899 als dritter Sohn eines Altphilologen geboren. Er war ein Mann mit zwei großen Begabungen. In der Filmwelt ist 1934 zu lesen. Dissel, ein Schauspieler, Grafiker, Weltenbummler, Sohn der Künstlerheimat Wien. Er spricht wenig, erzählt sehr ungern von sich und über sich. Der Jugendfreund war Hans Thiemig aus der berühmten Wiener Theaterfamilie Thiemig. Die Bodenkammerspiele im Thiemigschen Haus hat die beiden zusammengeführt, wo sie ein richtiges Kindertheater aufgemacht haben. Gustav malte die Kulissen, führte Regie und spielte die Hauptrollen. Zunächst wird er Kunstmaler, nach Ausbildung durch Hugo Thiemig, Schauspieler auf österreichischen Bühnen, auch im Burgtheater. Markanter Herrentyp und Kavalier im Zwielicht. Das sagt die Filmwelt. Im Ersten Weltkrieg wird Dissel Gebirgsjäger und kommt nach Sizilien in Kriegsgefangenschaft. Nach seiner Rückkehr 1921 steht er für die Wiener Produktionsfirma Dreamland Film zum ersten Mal vor der Kamera. In Karl Fröhlichs Abenteuerfilm Im Banne der Kralle. Ich glaube, ich muss doch ohne Brille, kann ich besser lesen. Mitte der 1920er Jahre geht Dissel nach Berlin, wo er unter anderem in zwei Filmen von Georg Wilhelm Pabst mitwirkt. In Abwege mit Brigitte Helm und in der Wedekind-Verfilmung Die Büchse der Pandora. Er tritt neben Louise Brooks als Jack the Ripper in diesem Film auf. Seine einprägsamste Rolle hat Gustav Dissel 1929 in dem Hochgebirgsdrama Die weiße Hölle vom Piz Palü. Diesen Film hat das Filmmuseum im Januar hier gezeigt. Er dreht danach noch einige interessante, aber auch riskante Bergfilme. Besonders ist hier seine Teilnahme an einer Himalaya-Expedition 1934 zu nennen, wo auch der Film Der Dämon des Himalaya mit ihm als Hauptdarsteller gedreht wurde. Dissels Darstellungskunst fällt aus dem Rahmen des Konventionellen, weil er reife, ruhige, grundverlässliche, oft jedoch etwas introvertierte oder komplexe männliche Charaktere mit Sexappeal spielt. In seiner Zeit war er der Prototyp des etwas schwierigen Mannes, der Frauen geradezu gegen seinen Willen anzieht. Die Abgründigkeit seiner Charaktere sowie seine Undurchschaubarkeit hat Dissel andererseits oft auch zur Interpretation von Verbrechertypen qualifiziert.
Der erste Tonfilm, in dem er mitwirkt, ist 1930 der Antikriegsfilm Westfront. Daneben steht er mit Stars wie Lilda Gower, Henny Porten, Hans Albers, Gustav Gründgens und gemeinsam mit Heinrich George in Hollywood in dem Film Menschen hinter Gittern vor der Kamera. Fritz Lang dreht mit ihm 1932 das Testament des Dr. Mabuse und Arnold Fanck den Abenteuerfilm SOS Eisberg. Auch über 1933 hinaus ist er ein gefragter Darsteller. In der NS-Zeit wird er häufig als Ausländer dargestellt. In Moskau, Shanghai mit Pola Negri tritt Dissel als russischer Hauptmann auf. Ebenfalls als Russe erscheint er im Revolutionsmelodram Starke Herzen mit der berühmten Sängerin der Staatsoper Maria Tschebotari. Sowie im zweiteiligen Exotikfilm Der Tiger von Eschnapur und das indische Grabmal. Im Abenteuerfilm Kautschuk verkörpert Dissel 1938 einen brasilianischen Finca-Besitzer und ebenso 1940 in dem Kriminalfilm Stern von Rio. Und die Filmwelt schreibt 1941 über ihn: Gustav Dissel, der Wiener, als Brasilianer mit Spitzbart, wird zum Abenteurer, zum Bilderfälscher oder gefährlichen Hochstapler. Er ist Forscher oder Gipfelstürmer, ist der gut aussehende Charakterliebhaber mit menschlich sympathischen Zügen. Und immer bleibt seine Darstellung interessant, immer findet dieser eigenwillige Künstler neue überraschende Nuancen. Nachdem er bereits zuvor häufig im Ausland gedreht hat, arbeitet er von 1941 fast ausschließlich in Italien bis 1944. Danach ist er wieder in einem deutschen Film zu sehen, in Nora. Dissels letzte Filmrolle vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs war die des preußischen Majors Schill in Harlans Kolberg. Und nach 1945 steht er nur noch einmal vor der Kamera, nämlich als Ankläger in Der Prozess. Erst nach seinem Tod kamen zwei ältere Filme in die Kinos, in denen er Protagonist war. Der bereits erwähnte Film Starke Herzen mit Maria Tschebotari, der von Goebbels sofort verboten wurde. Und der Kriminalfilm Ruf an das Gewissen mit Anneliese Uhlich, an die vor einem Jahr hier an dieser Stelle von mir erinnert wurde. Es ist sicher etwas Besonderes, dass ein erfolgreicher Filmschauspieler zugleich ein von Fachleuten anerkannter Maler und Lithograf ist. Dissel hat 5 große Ausstellungen, davon 2 bei Gurlitt in Berlin, 1935 eine Lithografie, 1936 eine Gemäldeausstellung. Meine Damen und Herren, heute kennt fast niemand mehr Gustav Dissel, obwohl er mehr als 70 Filme gemacht hat. Warum das so ist, hat mehrere Gründe. Er war immer einer, der sich unspektakulär zurückhielt. Massenveranstaltungen waren ihm zuwider, besonders die der Nazis. Er vermied dort Einladungen bei Hitler und Goebbels zu besuchen, wo er nur konnte, und nahm sogar Kürzungen seiner Filmgagen in Kauf. Man findet ihn auf keinem der vielen Fotos, die Hitler oder Goebbels mit Schauspielern zeigen. Und sein früher Tod konnte ihn mit dem Nachkriegspublikum nicht mehr bekannt machen. Was wir über Dissel wissen, stammt einerseits von Camilla Horn und von Anneliese Uhlich. Andererseits gibt es eine Fülle von zeitgenössischen Presseartikeln, Interviews mit ihm, Berichte und Reflexionen, auch von ihm selbst geschrieben,
über Kunst und Natur und viele private Briefe, die ich lesen durfte. Camilla Horn sagt über ihn: Er war ein Film- und Bühnenschauspieler mit einer starken Ausstrahlung und mit enormen Chancen bei Frauen, die es ihm unglaublich leicht machten. Er war freundlich, bescheiden und zurückhaltend. Er war unfähig zu hassen. Er war immer bereit zu verzeihen. Und alle mochten ihn. Seine Herzlichkeit und seine legere Eleganz nahmen alle für ihn ein. Und noch etwas zeichnete diesen wunderbaren Mann aus. Er konnte Rücksicht nehmen. Sonst hatte er ein Talent zum Glücklichmachen und Glücklichsein. Er besaß überdies eine glückliche und große Begabung, sich alles von der Seele zeichnen zu können. Anhand zahlreicher, fantasievoller, eigenwilliger Blätter konnte man sein reiches Seelenleben studieren, seine Ängste und Träume und Wünsche. Anneliese Uhlich war mit dem Ehepaar Dissel-Cebutari samt Kindern mehrfach zur Biennale nach Venedig gereist. Sie sagt über ihn: In seinen Filmrollen wurde Dissel mit seiner hochgewachsenen Gestalt und Eleganz für Publikum und im Privatleben ein enormer Magnet. Als Kollege war Dissel einer der angenehmsten Partner, immer präzise in der Arbeit, Kavalier im Atelier und privat. Für Maria Cebutari war die Intensität des seltsam schüchtern wirkenden Filmstars und Bergsteigers die Erfüllung eines Traums. Er war ihre große Liebe, die auch schwere Schicksalsschläge, Entfremdungen, Schlaganfälle Dissels nicht trüben konnte. Und Maria Cebutari sagt über ihn: Es gibt nichts, was Gustav nicht begriffe. Er ist ein Mann, wie ich mir keinen besseren wünschen könnte. Immer rücksichtsvoll, ritterlich, zartfühlend. Und über sich selbst sagt Dissel etwa 1940: Schließlich hätte mich eine so vorzügliche Frau ja nicht geheiratet, wenn nicht auch etwas Gutes an mir gewesen wäre. Und über seine oft betonte Sportlichkeit meint er: Reiten, Schwimmen, alle Wintersportarten, Bergsteigen sind mir wichtig. Körperbeherrschung und körperliches Training und Hilfsbereitschaft ein ungeschriebenes Gesetz. Die Natur bietet uns Erlebnisse, wie wir sie in gleicher Stärke nirgends wiederfinden. Sie erneuert sich immer wieder. Auch als Künstler ist es wichtig, sich zu erneuern, immer wieder neue Wege zu gehen. Gustav Dissel war in erster Ehe kurz verheiratet. Aus der zweiten Ehe mit Maria Cebutari stammen seine zwei Söhne. Nachdem er bereits zwei Schlaganfälle erlitten hatte, starb er am 20. März 1948 in seiner Geburtsstadt Wien. Maria Cebutari starb nur 15 Monate nach ihm am 9. Juni 1949. Ich danke Ihnen. Ja, vielen herzlichen Dank, Rosemarie Kilius, für den tollen Vortrag. Und jetzt wollen wir natürlich den Sohn, der heute bei uns ist, mit nach vorne rufen. Bitte begrüßen Sie Fritz Dissel-Körsen. Willkommen in Frankfurt. Kommt zu uns in die Mitte. Bitte dazu. Ja, wie war das jetzt, mal den Vater so geehrt zu bekommen, so viel zu erfahren? Wie fühlt sich das an? Ich bin natürlich sehr, sehr stolz über meinen Vater. Und wie die das alles, die Rosemarie, zusammengestellt hat, hat mich sehr gefreut. Da hat man fast ein paar Tränen da auch verschüttet. Aber ich freue mich sehr, hier zu sein und Leute zu sehen, die sich für ihn interessieren. Ich danke, dass Sie hier in dieser Hitze sind. Ja, vielen Dank auch, also wirklich, dass Sie den Weg hierher auf sich genommen haben. Sie kennen ihn ja tatsächlich auch
eigentlich nur über die Filme und seine Grafiken, oder? Leider, ich war ja nur 1,5 Jahre alt, als er starb, und 2,5, als meine Mutter starb. Da kann ich keine direkte Erinnerungen davon Ihnen erzählen, leider. Das kommt alles von den Bildern und Briefen und Grafiken und den Filmen, die ich erst nicht, das kann man nicht mehr sagen, neulich gesehen habe, aber es war ja früher viel schwerer, ohne Video selbst einen Film herauszufinden. Wir haben einmal versucht, im Film Institute in London einen Tiger von Eschnapur zu sehen, und der war weder in dem einen noch dem anderen Version zu sehen. Dann muss es eigentlich 3 Versionen davon geben, weil er ist ja bestimmt da drin. Und so war es sehr schwer damals, das erste bewegende Film, den ersten bewegenden Film, den ich je gesehen habe, war von Maria, und ganz kurzer Film von einer amerikanischen Kompanie. Wenige Monate vor ihrem Tode hat sie eine Probe in der Wiener Oper vorgestellt und Carmen von Habanera von Carmen gesungen. Die Probe war einmal durch das Ding zu singen und dann war es fertig. Aber der Krebs war ihr Dirigent. Und die Witwe von dem Herrn Krebs hat das mir geschickt. So, das war das erste Stück. Und dann haben wir natürlich Videos gefunden und wir suchen immer noch mehr. Und es fehlen mir noch die italienischen. Und ja, wir suchen immer weiter. Sie sind Fotograf geworden. Das ist ja im Grunde auch was Künstlerisches. Dazu muss man ja auch wissen, auch Ihre Adoptiveltern sind sehr künstlerisch gewesen. Kirsten ist ein großer Komponist, der in England auch sehr... Klavierspieler. Pianist war Clifford. Meine Adoptivmutter war Harpsichordist, Cembalist, ja. Aber sie hat ihren, das hat sie aufgegeben und dem Clifford das Leben leichter gemacht und alles für ihn vorgemacht. Ja, ich habe als Kind gezeichnet auch und so weiter, aber es geht leichter mit dem Fotoapparat. Vielleicht, also weil die Geschichte angesprochen worden ist, Princess Anne, da gibt es eine besondere Beziehung. Ja, dass ich Hoffotograf bin, kann ich überhaupt nichts sagen. Ich habe viele Jahre für Rettet das Kind fotografiert. Die ist ja die Präsidentin davon. Und da bin ich mit ihr nach Afrika geflogen, 2-3 Mal und Indien, und habe ihre Besuche dort so journalistisch covered. So, Hoffotograf bin ich nicht. Hochzeiten habe ich nicht für sie oder ihre Kinder fotografiert. Nicht bei Meghan und Harry dabei gewesen. Ja. Rosemarie Kelius, wie kam das denn da zusammen? Also wie war denn der Einstieg, wie der Kontakt zum Beispiel aufkam? Wie ist das denn, wenn man so jemanden, der in der Filmgeschichte längst als fast verschollen gilt, dann da wieder Spuren aufzunehmen? Erzähl uns mal ein bisschen. Also zunächst haben wir beide uns kennengelernt durch Anneliese Uhlig. Ich war ja bei Frau Uhlig in Kalifornien und hatte viele Gespräche mit ihr. Und eines Tages, sie schrieb mir auch fast jeden Tag Mails. Und eines Tages schrieb sie, weil ich immer Fragen gestellt habe, auch über Gustav Diesel, Maria Cebotari und so weiter, dann meinte sie, ja, ich müsste doch jetzt eigentlich Kontakt mit dem Sohn haben. Und sie schaut mal, ob sie die E-Mail-Adresse noch hat, ob die noch funktioniert und so. Und tatsächlich habe ich ihm geschrieben in meinem schlechten Englisch und er hat dann auf Deutsch geantwortet und seit... Nein, in gutem Deutsch. Sehr gut im und Deutsch. So haben wir uns dann ausgetauscht und ich löchere ihn mit vielen Fragen. Und es ist für mich wirklich ganz toll, jemanden zu haben, gerade jetzt bei der Vorbereitung dieses Projekts, mit dem ich mich austauschen kann. Weil er hat auch viel gelesen über seine Eltern und was der eine nicht weiß, weiß der andere. Also es ist, oder die andere, es ist schon sehr interessant. Gab es denn irgendwas, was jetzt neu rausgekommen ist, was Sie noch gar nicht wussten über Ihre Eltern zum Beispiel, jetzt durch die Zusammenarbeit?
Doch, du hast mir ja viele. Die Filme da, die Stummfilme, über die Stummfilme habe ja. ich was erforscht, was ich ihm dann weitergegeben habe. Oder auch verwandtschaftliche Dinge habe ich herausgefunden durch intensives Forschen. Und ja. Und dann hat das mich auch, it encouraged me to look further. Sorry, what's. Ermutigt weiter nachzuschauen, nachzurecherchieren. Ja, und zum Beispiel, mein Bruder hat die Briefe. Das ist der ältere Bruder, der lebt aber in Neuseeland. Sind die nicht so leicht heranzukommen. Aber ich hatte bestimmte Fragen, da habe ich ihm gefragt und er hat die dann durchgeschaut und mir abkopiert. Und so hat die Rosemary die auch bekommen. Andere Fragen an andere Leute, da habe ich eine ganze Geschichte von der Diesel-Familie, die bis zum 17. Jahrhundert zurückgeht, zum ersten Mal gelesen. So geht das langsam weiter. Mir fällt was ganz Wichtiges ein, was ich hier unbedingt loswerden will. Ich bin dabei zu recherchieren, dass Diesel kein Nazi war und habe tatsächlich herausgefunden, dass er keiner war. Erstens durch die Briefe, zweitens durch Forschungen im Bundesarchiv Berlin. Denn ich wollte gern in Wien eine Gedenktafel für Gustav Diesel an seinem Geburtshaus initiieren. Aber das Wiener Kulturamt hat mir zwei böse Briefe sozusagen geschrieben. Für einen Profiteur des Naziregimes sei das nicht erlaubt. Und das will ich mir natürlich so auch nicht gefallen lassen, sondern weitergehen in dem Punkt. Ist auch in seinem Interesse. Ja, nett. Entschuldigung, auf Österreichisch. Das gefällt mir nicht. Ich habe die Briefe auch gelesen. Das sieht man auch von seinen Lithografen. Viel schreiben, dass ihm ganz widerlich ist. Ja, es ist sehr unangenehm. Ich hatte da 18 Punkte aufgeführt, wo ich recherchiert habe und dass das und so das beweist. Und dass Diesel Kürzungen seiner Gagen bekommen hat, weil er nicht zu Hitlers Empfang ging. Und solche Dinge steht in Briefen, steht auch im Bundesarchiv und die Wiener sind überhaupt nicht drauf eingegangen. Wir bleiben bei unserer Meinung. Er war Profiteur des Naziregimes, was ich sehr traurig finde eigentlich. Also toll, dass du dich da so für einsetzt und eine Lobby quasi schaffst für diese Vergessenen. Wie ist das denn mit Maria Cebutari? Wie ist sie denn angesehen heute? Weil sie war ja ein großer Opernstar auch. Ja, leider ist das dieselbe Geschichte mit ihr. Ich habe das zufällig im Internet gefunden, hat eine Fotografin von dem Familiengrab in Wien ein Foto gemacht. Die hat das neben einem anderen Foto von dem Grab von Scorzini-Familie gemacht. Scorzini war ein berühmter SS-Mann. Und dann werden die so verglichen und die wusste nicht selbst, die Fotografin, wer Maria Cebutari war, hat sie wahrscheinlich wenigstens gegoogelt, hat einen Artikel in der Salzburger Nachrichten gefunden von der Eröffnung eines Buches, das Nationalsozialismus in Salzburg zwischen den 30er, 40er Jahre. Und da drin ist es angegeben, dass Maria nicht in Salzburg zwischen 34 und 38 dem Anschluss gesungen hat. Also sie blieb in Deutschland. Sie lebte schon in Deutschland, was nicht erzählt wird, schon seit 29 und war dann mit einem Russen verheiratet. Die wurde an der Dresdner Oper angestellt und dann Berliner Oper. Ihr Leben war dort sie war keine Österreicherin. Und in der Zeitung haben die das so geschrieben, als ob sie von Österreich weglief, um von den Nazis zu profitieren. Bitte, das ist ja nicht wahr. Und leider kommt das in den Ding. Und ich versuche das herauszukriegen, weil das ist nicht fair.
Also es ist sehr lohnenswert, sich damit zu beschäftigen. Mhm. Dazu passt vielleicht auch, dass er ja eben auch nicht nur in Deutschland gespielt hat, sondern es gab ja dann jetzt vor dem Film, den wir gleich sehen, vor Nora, eine dreijährige Phase, wo er in Italien gespielt hat. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen, was es damit auf sich hat. Er hat in Italien 9 Filme gemacht, hat also fließend Italienisch gesprochen, durch seine Kriegsgefangenschaft auf Sizilien. Und die italienischen Filme sind leider, ich bin daran, mit dem Filmarchiv Rom eben Kontakt aufzunehmen, weil ich die Filme auch gern mal sehen wollte. Die sind also hier gar nicht zu bekommen. Jetzt schauen wir uns Nora an. Was bedeutet Ihnen dieser Film, den wir jetzt gleich sehen werden? Ein sehr sympathischer Mensch ist er da drin und das freut mich. Manche von den früheren Filmen, Jack the Ripper. Film, selbst Jack the Ripper ist er auch irgendwie nett. Liebhaft, ich weiß nicht. Man muss ihn lieb haben. Und man sieht das mit Louise Brooks, die hat ihn auch gern gehabt. Das ist ein schönes Leben. Alle diese wunderschönen Frauen und die haben ihn nicht, er konnte sie nicht wegtreiben und sie konnten ihn nicht erobern. Ja, das vielleicht auch. Okay. Wir haben diesen Film ausgewählt, obwohl, du hast in deinem Vortrag gesagt, es keine Hauptrolle ist. Vielleicht erklären wir noch mal ganz kurz, warum. Was ist so besonders an dieser Rolle, die er hier spielt? Ich finde den Dr. Rank, der ähnelt Gustav Dissel im Charakter. Er ist überlegen, er weiß gut Bescheid, er hilft, er ist hilfsbereit. Das sind Eigenschaften, die Gustav Dissel auch hatte. Und wir wollten hier etwas Würdiges zeigen. Also kürzlich hat jemand zu mir gesagt, ich hätte lieber den Tiger von Eschnapur gesehen. Aber wie jetzt Gustav Dissel zerlumpt mit dem Tiger kämpft, das fand ich jetzt nicht würdig für heute. Und wir hatten auch gedacht, den Film mit Anneliese Uhlig, Starke Herzen, Herz ohne Heimat, zu zeigen, eventuell, um nochmal eben an Anneliese Uhlig zu erinnern. Aber er sagte dann zu mir, ja, das sei also auch nicht so würdig, wie die beiden sich im Schnee da rumwälzen und lachen und kichern und Quatsch machen. Und dann kamen wir auf Nora, obwohl es eine Nebenrolle ist. Das möchte ich jetzt schon betonen. Aber die führende Nebenrolle. Trotzdem faszinierend, finde ich jedenfalls. Also vielleicht ist das ja der Impuls, nach diesem Film dann noch mehr Filme von ihm entdecken zu wollen, Gustav Dissel wieder zu entdecken. Ich glaube, das lohnt sich sehr. Und wir sagen ganz herzlichen Dank, dass das uns nahegebracht wird von Rosemarie Kilius und Fritz Dissel-Körsen. Viel Vergnügen mit Nora. Dankeschön.